Von jedem Bundesliga-Team werdet ihr heute ein Traumtor sehen. Und wir starten hier mit Frankfurt rein. Ja, läuft nicht alles perfekt. Mario Götze macht ihn hier in dem Fall nicht. Oder einfach mal nach einer Ecke mit einem Powershot. Hasebe aus der Innenverteidigung. Lauf auf Kolo Muani und der geht hier rein. Einfach mal aus dem Stand heraus. Okay, das reicht aber noch nicht. Kamada jetzt mit dem Pass auf Kolo Muani und der jetzt hier mit dem Powershot und der geht schon wieder rein. Ja komm, ich würde sagen, der passt jetzt. Der ist so richtig schön. Kommen wir direkt zum zweiten Team. Wir wollen ein noch schöneres Tor mit Union Berlin schießen. Oh, wir gucken direkt mal auf diese Situation. Ja, das reicht natürlich noch nicht. An dem Torjubel müssen wir auch noch arbeiten. Das Ganze wäre natürlich ein richtig schönes Tor geworden. Aber vielleicht würde es ja ein anderes von Haberer, der den auch mal Longshot abzieht. Der geht einfach an die Latte. Was für ein Pech. Okay, jetzt muss es soweit sein. Der muss hier schön kommen. Ja, einen Seitfallzieher, den nehmen wir mit. Aber wir versuchen natürlich hier noch ein bisschen mehr rauszuholen. So, jetzt kommt der Ball hier in die Mitte und jetzt kommt hier die Annahme. Okay, hier ist noch viel mehr drin. Beim nächsten Team wiederholen wir das Spiel, falls wir keinen absoluten Banger hier machen. Jetzt ist Dortmund dran. Oh, Adeyemi spielt erstmal hier am Keeper vorbei. Nein, der ist leider am Aus. Haller auf Brand. Und jetzt Emre Can und der Ball geht rein. Was für ein Banger. So, wir sehen, Emre Can leitet das ganze Ding sogar auch noch selber ein. Und dann schließt er das Ganze natürlich auch noch perfekt ab. Okay, wenn ich ganz zufrieden mit dem Tor bin, dann können wir auch direkt weitergehen zum nächsten Team. Das haben wir uns jetzt hier verdient. Mal gucken, welches Team jetzt hier kommt. Und wir sehen, es geht nicht weit weg. Und jetzt hat der Zufall sogar Dortmund als Gegner ausgewählt. Okay, im Derby wollen wir das Ganze natürlich nochmal überbieten. Aber die Tore sind natürlich auch immer Geschmackssache. Okay, guter Ball. Jetzt hier einfach mal Terror, der kommt schon, der muss rein. Nein, was wäre das für ein Traum gewesen? Hier spielen wir noch den ganz normalen Ball. Dann wird es aber komplett verrückt und hätte er den irgendwie reinbekommen. Schlotterbeck, was soll das? Anzeige ist raus. Terror, der aus ganz spitzem Winkel. Keine Ahnung, wie wir den reingemacht haben. Der will den Ball aber jetzt hier wieder zurück haben. Wir versuchen es aber mit einem anderen Spieler mit Kraus. Oh, Terodde lässt hier den Keeper aussteigen, macht noch einen Trick, das reicht aber noch nicht. Wir gucken auf die nächste Aktion wieder Kraus, aber wieder reicht es nicht. Den Seitfallzieher und auch hier. Okay, einfach mal die Eckballvariante, der Ball kommt aufs Tor. Aber das reicht nicht, wir machen nochmal ein neues Spiel. Oh, Bülter jetzt hier auf Terodde und Terodde macht den Ball rein. Nochmal der kurze Blick, Bülter schon mit einem schönen Pass und dann kommt Terodde. Wir suchen das nächste Team, mit dem wir natürlich auch wieder so ein ähnliches Tor machen wollen mit dem FC Bayern. Komm, wir brauchen ein typisches Thomas Müller-Tor. Einfach mal ein bisschen hier rumdribbeln. Jetzt gucken wir mal auf den Torwart. Den können wir hier einfach mal aussteigen lassen. Ja, aber das reicht jetzt nicht für den Traumtor. So, jetzt muss ich alle mit der Drehung, aber nicht mit dem Tor. So, Kimmich auf Alphonso Davies. Der schickt den Ball jetzt hier nochmal rein und Choupo-Moting. Nicht mit dem Treffer, aber holt den Elfmeter raus. Okay, Musiala läuft hier einfach mal durch, sieht hinten jemanden, aber Choupo-Moting kommt davor an den Ball und der haut ihn hier rein. Und Choupo-Moting jetzt hier vielleicht mit der Vorlage, ja, Goretzka. Macht hier nochmal ein extra Tor, aber vor allem die Vorlage sieht natürlich schön aus. Ganz simples Tor hier vom FC Bayern, aber wie gesagt, wir können natürlich auch ein komplettes Team mit Traumtoren hier nochmal machen. Wir gucken auf das nächste Team, das ist der VfL Bochum. Und bei einem Test habe ich sogar schon ein Tor gemacht mit einem Team, was noch nicht drangekommen ist. Das war ein richtig krasses Tor. Bleibt dafür dran. Auch der wäre natürlich schön gekommen. Oh, ja, der geht rein, aber ich würde sagen, das reicht in diesem Falle nicht. Obwohl, das war schon sehr schön, aber wie gesagt, wir versuchen es noch weiter. Oh, Hofmann, jetzt vielleicht mit einem Banger. Nein. Schlotterbeck jetzt einfach mal aus der Distanz. Der kommt sogar aufs Tor. Haben wir natürlich kein Problem für Trapp. Okay, jetzt hier vielleicht nochmal die Aktion. Hofmann, und der geht rein. Ja, komm, den nehmen wir jetzt hier mit. So, jetzt wird aber Zeit für einen neuen Verein. Mal gucken, welcher Bundesliga-Verein das wird. Und das wird jetzt hier der FC Augsburg. Und jetzt mal der Schuss aus der Distanz. Ja, hier werden wir fast richtig gut reingestartet. Oh, jetzt die Vorlage und der Schuss und der geht hier rein. Was für ein Traumtor aus der Distanz. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Wir machen weiter mit dem nächsten Team. Und da sehen wir einfach mal, dass es Leverkusen wird. Oh, der Ball kommt durch. Aber ja, ein Traumtor sieht anders aus. Denn ja, das war eine Vorlage vom Gegner, aber auch gut genutzt. Macht den jetzt hier direkt weiter zu dir. Bier, die will wieder zurück. Und jetzt schickt mit dem Tor ein bisschen verstolpert den Satz. Aber das Tor hat Schick hier nicht verstolpert. Okay, und damit haben wir auch direkt schon Leverkusen erledigt. Nächster Verein wird jetzt hier der 1. FC Köln. Der Ball wird gewonnen und wir nehmen einfach mal den Ball hier direkt an. Und der Ball geht rein für den 1. FC Köln. Und wir gucken direkt hier auf den nächsten Verein und das ist der VfB Stuttgart. Hier direkt mal die erste Aktion. Okay.
Okay, ja, sehr gute Kombination, aber leider nicht zu Ende gespielt. Oh ja, sehr schöner Ball, Neymar-mäßig, und jetzt brauchen wir auch einen richtig guten Abschluss, ja. Da haben wir zwei Sachen gleichzeitig versucht. So funktioniert das natürlich nicht mit dem Abschluss. Ja, schöner Ball, sieht schön aus. Auch der Abschluss ist nicht ganz schlecht. Aber so richtig bin ich jetzt auch nicht überzeugt. Wir wollen nochmal einen richtigen Banger sehen. Oh, jetzt vielleicht die Direktabnahme. Okay, das Gefühl hat mir noch nicht gereicht. Ich will direkt die nächste Aktion hier haben. Wir gucken auf die nächste Aktion. Komm schon, nein. Ja, bei dem Treffer hätte ich ein richtig gutes Gefühl gehabt. Okay, nächste Aktion. Der sieht gut aus. Jetzt nochmal der Ball rüber und der geht nicht rein. Aber komm schon, der Ball geht rein. Das war ein schönes Tor. Das Ende vielleicht nicht ganz so gut, aber davor natürlich. Der hätte davor schon reingehen wollen. Stuttgart haben wir. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und wir hoffen jetzt direkt mal auf den nächsten Verein, dass wir auch da ein richtig schönes Tor machen. Okay, Freiburg spielt jetzt hier einfach mal gegen sich selbst. Aber die Situation ist noch heiß, ein bisschen kurios. Gregoritsch, der geht sogar rein. Okay, da habe ich sehr viele Fehler gemacht. Zwischendurch komplett schief gelaufen und die Ballannahme, die hat er, glaube ich, so auch nicht geplant. Aber egal, er hat ihn dann hier reingemacht. Okay, komm, wir versuchen es einfach nochmal mit einem Powershot. Der geht an die Latte. Ach Mann. Komm, wir versuchen es nochmal mit dem Powershot. Wieder geht er nicht rein. Diesmal ist der Keeper dran. Okay, mehr kriegen wir mit Freiburg nicht hin. Aber das Tor war ja auch sehr speziell. Gucken wir direkt auf den nächsten Verein. Da wollen wir auch was ganz Spezielles machen. Hoffenheim ist dran. Aber auch die Eckball-Variante haben wir hier noch nicht hinbekommen. Jetzt sehen wir aber, dass die Lane hier fast den Seitfalls hier ins Tor bekommt. Oh, nach dem Eckball kommt es hier zur Situation. Aber schon wieder Aluminium, was jetzt hier das Traumtor verhindert. Okay, jetzt hier einfach mal der Lauf und der Powershot und schon wieder Aluminium. Das gibt es nicht. Der Ball geht jetzt hier rein. Komm, das muss jetzt aber auch wirklich reichen. Zweimal Aluminium, der Ball geht danach ja auch noch rein. Und nächster Feind ist hier der VfL Wolfsburg. Okay, mit Wolfsburg bekommen wir momentan noch gar nichts hin, aber das sieht jetzt hier richtig gut aus. Ja, hätten wir da noch irgendwie einen Trick oder so gemacht, dann wäre es noch besser gewesen. Komm, wir versuchen nochmal einen Powershot von Wind. Aber das klappt erstmal nicht. Jetzt hier die Vorlage und der geht schon wieder an die Latte. Wir wollen das Ganze hier zu genau machen. Und bei Wolfsburg will es einfach noch nicht passieren. Wir sind schon im zweiten Spiel. Jetzt kommt der Ball nach dem Eckball. Komm schon, der muss rein schon wieder. Der Ball kommt nach dem Eckball. Wir versuchen es von der anderen Seite und jetzt geht er auch endlich rein. Wir gucken direkt auf den nächsten Verein. Jetzt gibt es nicht mehr ganz so viele und wir machen weiter mit Gladbach. Okay, und hier starten wir nicht mit einem Tor rein, sondern mit einer sehr kuriosen Aktion. Kramer schubst den Spieler hier einfach mit den Füßen weg sozusagen. Der landet dann eigentlich auch noch im anderen Fuß vom Gegenspieler oder vom Mitspieler. Dem ist das aber egal. Oh, Thuram jetzt mit einem sehr guten Pass. Komm, den müssen wir direkt nehmen mit Stindl und der haut ihn nicht rein. Oh, Thuram mit der Grätsche gewinnt hier den Ball und Hofmann macht ihn nicht rein. Oh mein Gott. Ja, der wäre elegant gewesen. Okay, irgendwie klappt es noch nicht ganz so hier mit Gladbach. Ja, und auch mit der Kameratechnik klappt es momentan nicht ganz so gut. Das wollten wir hier sehen. Warum kommen solche Dinger nicht durch? Okay, einfach mal die Vorlage mit dem Rücken. Schon wieder Aluminium. Okay, mit Gladbach wird es irgendwie schwieriger als gedacht. Aber jetzt geht der Ball hier endlich rein. Und ich würde sagen, jetzt haben wir hier auch wieder was Neues gemacht. Vorlage war ganz ordentlich. Und dann machen wir hier einfach mal den Außenrissschuss. Okay, ich gebe mit jedem Verein hier mein Bestes mit Gladbach. Mache ich nochmal ein bisschen weiter. Aber irgendwie will es hier einfach nicht funktionieren. Ich glaube, zwei Spiele plus noch eine Verlängerung dazu reichen hier nicht für ein noch besseres Tor. Okay, hoffentlich dauert das beim nächsten Verein nicht ganz so lange. Vier Vereine haben wir jetzt noch und wir starten mit Mainz 05. Genauso kommt es. Und da kommt der direkte Powershot und der Ball geht rein. Sehr schöne Annahme und natürlich noch ein besserer Abschluss hier. Aber vielleicht kriegen wir das Ganze noch besser hin. Oh, nächster Schuss und der Ball geht hier rein. Ja, der war auch ganz ordentlich, aber ohne viel Schnickschnack. Oh, da kommt jemand. Wir nehmen auch hier direkt mal den Ball und nein, der geht nicht rein. Aber wir geben weiterhin alles, dass jetzt hier nochmal einer schön reingeht. So, einmal im Spiel halten und jetzt den Ball bitte reinmachen. Dankeschön. Kurz vor der Linie hier noch gerettet und mit diesem Tor können wir dann auch mit gutem Gewissen weitermachen. Kommen wir also hier zu den letzten drei Vereinen und wir starten einfach mal mit Hertha BSC. Und das gibt es nicht direkt wieder zum Start Aluminium. Oh, jetzt hier einfach mal, ja, der
Treffer. Was ist das denn für ein kurioses Tor? So, einfach mal abwarten. Hier erstmal nach außen und jetzt den Ball hier reinhauen. Ja, komm, das können wir noch besser. Oh mein Gott, und schon wieder die Latte. Nächstes Video mit jedem Bundesligisten ein Lattentreffer. Das würde dann auch gar nicht so lange dauern. Oh, Niederlechner. Ey, das ist jetzt aber auch wirklich genug. Okay, starten wir hier direkt mal in die Situation rein. Der Ball immer noch heiß, direkt kunstvoll weitergespielt. Und jetzt muss der Ball hier rein und der geht hier rein. Was für eine Traumkombination. So, und damit sind wir jetzt hier bei den letzten beiden Clubs. Wer wird jetzt der vorletzte Club? Und das wird der SV Werder Bremen. Bittencourt mit dem Ball und Dux direkt mit dem Treffer. Ja, hier starten wir schon mal richtig gut rein. Komm, bis zur Halbzeit versuchen wir das Ganze noch zu überbieten. Jetzt machen wir direkt den zweiten Treffer. Aber jetzt können wir, glaube ich, auch so richtig Sachen ausprobieren. Der geht leider nicht rein. Gehen wir jetzt zur allerletzten Mannschaft. Okay, starten wir hier erstmal mit ein paar Trickpässen rein. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. André Silva, Situation ist noch heiß. Nkunku mit dem Ball. Nicht im Tor. Oh mein Gott, komm schon, der muss reingehen. Nein. Was wäre das für eine Vorlage gewesen? Ja, das reicht natürlich nicht. Und jetzt sehen wir direkt die nächste Aktion. Und was ist das denn für ein Hammer? Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mit dem Kracher können wir uns, denke ich, gut aus dem Video hier verabschieden. Like, Abo, Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns direkt im nächsten Video.